Ah ja, jetzt ist es gut. Kann ich das auch machen, um es so verkaufe? Ich wäre schon beinahe vom Gestank hier ohnmächtig geworden, als ich von eurem erfolgreichen Massaker hörte. Ich hörte, es war unerfreulich. Der erzählt mir auch was vom Erstinken. Wenn das Imperium den Brunnen besetzt, sind wir unaufhaltsam. Und ich werde endlich an einen Ort versetzt, der eines Offiziers wie mir würdig ist. Die Kloake? Ihr habt mich gerettet. Ich kann euch gar nicht genug danken. Beleidigen ist immer gut. Selbstsüchtige Memme. Genau. Ja, beleidigen ist immer gut, da bin ich ganz auf deiner Seite. Ich würde mein persönliches Wohl nie vor das des Imperiums stellen. Jetzt muss ich wirklich packen. Jans auf deiner Seite. Denken, wenn ich an meinem korleanischen Brandwein nippe. Bäh. Ich mag korleanischen Brandwein nicht. Da giftet ein Ohrdingsbums. Das ist aber schlechter als mein Ohrdingsbums, weil sie shoppt. Zwei List besser, zwei kritischen Treffer besser und nur ein Ausdauer schlechter. Nein, ich nehme die Auszeichnung. Nehmen Sie die Auszeichnung. Nein, ich habe das Ohrdingens genommen. Ja. So. Und da wird nicht drüber diskutiert. Drüber diskutiert? Ja, genau, da wird nicht drüber diskutiert. So, wo muss er jetzt hin? So, und das andere Ohrdingen, das packe ich jetzt meiner Kalio rein, auch wenn ich das eigentlich ja nicht gebrauchen kann. Aber das ist mir jetzt egal. Scheiße, daran hätte ich denken können. Ich hätte nur ein schlechteres drin. So, besser als ja nicht. So, Willpower. Den alten Schrott, den verkaufen wir mal. So, und so. Und dann müssen wir noch stimmen. Sie mir noch stimmen? Ja. Sie mir noch was? Sie mir noch stimmen? Stimme nimmer, Simme nimmer. Jetzt müssen wir noch stimmen. Simme nimmer nimmer stimmen. Ja, jetzt schnippel. Mana. Mana. Pipi. Mana. Mana. Ah, so. Ich krieg hier Plack. Jetzt fährst du genau durch. Kein Wunder, dass die dich anhauen, weißt du? Scheiße, du. Ich hab die nicht gesehen. Ach, jetzt rennt's weg. Feigling. Ich such die Attentäter-Droiden, die außer Kontrolle sind. Hier rechts. Na doll. Weil du die jetzt angegriffen hast, kann ich die jetzt nicht kontrollieren, oder was? Ah! Jetzt gucken wir erstmal, bis du tot bist. Super. Und dann kann ich mich darum kümmern. Aber was war das denn? Den kann ich nicht. So, ach, eigentlich hätte ich mal nur deinen Gefährten wiederbeleben sollen und dich liegen lassen, ne? Das geht doch gar nicht. Ach so, ja, verdammt. Wiederbeleben annehmen. So, wir haben nochmal neu gestimmt. Jetzt probieren wir das Licht nochmal. Aber heilen Sie sich erstmal. Ja, und wo ist hier der nächste außer Kontrolle geratene Droide? Da hinten links. Da ist ein komischer Repo-Droide. Hier. Da. Hier. Hier. Mena. Wie geht das denn? Ja, das hast du gesehen. Das geht ziemlich gut. So. Den habe ich umgedreht. Da ist noch einer. Das war gut. Danke. Hast du sie jetzt alle oder wie viele Szenen? Nee, ich hab 2 von 4. Ja, ich hab auch 2 von 4. Wo ist denn der nächste? Da ist der nächste. Hinter uns, hier, da. Mena. Das war der, jo. Ja.
Wieso war das Dena? Weil ich schneller auf das Knöpfchen gedrückt hab. Wo ist der Nächste? Nächster! 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 Bitte hinten anstellen! Bitte Hintern anstellen! Meiner! Ne, meiner! Ah! Da! Ah. Meiner. Deiner. Fuck. Ich habe durch. Du habe durch? Ich habe durch. Ich habe nicht durch. Ja, jetzt. Warum muss man die jeder einzeln machen? Das ist voll für den Popo-Hintern. Die gibt es auch noch einen anderen Hintern? Klar. Welchen? Ich habe jetzt letztens, das ist geil. Ich habe einen Artikel gelesen aus einer Zeitung. Aber es war eigentlich kein richtiger Artikel. Es war einfach eine Aufzählung von genehmigten und Namen, nicht genehmigten Vornamen. Das war bei Facebook, hast du das auch gelesen? Auch gelesen. Da waren schon ein paar geile dabei. Das ist ein genehmigter Vorname, Popo. Ja, aber der ist nicht der geilste. Am besten fand ich persönlich eigentlich Matt Eagle. Matt Eagle ist absolut geil, ja. M-A-T-T-E-A-G-L-E, falls jemand sich fragt, wie man das schreibt. Ja. Das ist, E-A-G-L, also, Matt Eagle. Da hat einer beim Amt auch gedacht, boah, geil, Igel, das ist ein, also Adler ist auf jeden Fall ein angebrachter Name. Matt ist er jetzt, ja, Matt, oder Matt, von Matti oder sowas, Matthias oder sowas, Kurzform, da kann man auch zulassen, also Matt Eagle, ne, ist klar. Genial, ja. Genial, also wie dumm man sein muss. Aber Atomfried wurde nicht zugelassen. Das stimmt. Schade. Und Störenfried auch nicht, Störenfried, das fand ich übrigens persönlich was sehr witzig. Ja, Störenfried fand ich auch nicht, hätte ich auch gerne... Also wenn ich mal einen Sohn habe, dann würde ich den auch gerne stürmen. Aber man muss sich doch überlegen, es gibt wirklich Menschen, die hassen ihre Kinder schon vor der Geburt, ne? Mhm, glaube auch. Also. Aber Solarfried ist zugelassen worden. Atomfried nicht, aber Solarfried. Ja, wenigstens Solarfried und nicht Solalafried. Solalafried. Aber Matt Eagle made my day, ich sage dir. Definitiv, ja. Weil ich den noch anders geschrieben hätte. Ich hätte M-A-D und dann Eagle. Mad Eagle. Du meinst böser Adler. Richtig. Oder bekloppter Adler. Verrückt. Genau, verrückter Adler. Mad Eagle has landed. Ja, aber wäre doch geil, wenn das Kind zur Welt kommt und der Doktor zieht das aus meiner Frau raus. Matt Eagle, Störenfried, komm rein, essen! Alles klar. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ja. Vielleicht nehme ich die Hose. Nee, ich kaufe Marco irgendwann was Schönes. Zum Beispiel ein Tänzerinnen-Outfit. Das, was meine schon anhat, ja? Meine Kallio. Nee, dann doch nicht. Wie dann doch nicht? Wir können nicht alles doppelt machen. Das geht nee, wir können nicht. Wir sind ja hier nicht das doppelte Fleisch. Weißt du, du darfst mir das gerne nachmachen. Ich habe nichts dagegen. Ich weiß, dass du mich verehrst und ich weiß, dass das die größte Art der Darbietung ist, jemandem an etwas nachzumachen. Also wir sind hier nicht das doppelte Flottchen, also vergiss das mal. Das schön. Doppelte Flittchen. Das doppelte Flittchen. Oh, weißt du, was ich gesehen habe? Das doppelte Flittchen. Nein. Was viel Schöneres. Ein Mondrufer-Banter. Genau. Ein Mondruferbanter, ein Mondruferbanter. Ein Mordruferbanter, nein, was auch immer. Ich hab den Mondruferbanter voll in die Fresse gehauen. Und da hinten ist noch ein Joldner. Wollen Erfolg wir? Abgeschlossen, sorgfältiger Killer. Wie, den habe ich nicht, wieso? Das? Stärke, Ausdauer, wer braucht denn sowas? Bedarf. Das ist was Grünes. Oh, eine einfache Ausfleichnung. Der ist ein Joldner, guck mal hier, Sandleute, Knochenspalter. Wollen wir uns den mal nehmen? Der passt, der macht bestimmt nicht. Der lässt bestimmt nicht mal was droppen. Der will noch nur spielen, nur spielen. Der tut doch nichts. Oh, der geht, der fällt aber leicht, hör mal. Der geht aber. Aber er hat was Grünes fallen lassen. Handschuhe. Meins. Bedarf. Hätte ich mal nicht so geunkt. Hättest du mal nicht so geunkt. Weißt du, erst unkst du rum und dann kriegst du auch noch eine Belohnung, weißt du? Wir müssen da lang. Nee. Du
immer der Straße nach. Du denkst, du wärst hart, ne? Aber ich bin härter. Es gibt Leute, die sind leer. Und dann gibt es Leute, die sind Lehrer. Wenn du denkst, du bist Jungfrau, Ariel war mehr Jungfrau. Egal wie dicht du bist, Goethe war dichter. Ja? Egal wie schlecht du kochst, Karl Marx. Den kannte ich noch nicht. Entschuldigung. Nein, ich muss mir merken. Egal wie schlecht du kochst, Karl Marx. So geil. Ja. Aber, wo muss ich denn hier? Ich stehe die ganze Zeit da, wo du musst. Also. Hier. Okay, am Gespräch beteiligt. Dann muss ich mal hier. Ah. Karl Marx, geil. Großartig. Sind die Energiedaten stabil? Ja, Sir. Ich hab Pipi in den Augen. So soll es auch bleiben. Ich will nicht, dass das Artefakt wieder an Energie gewinnt. Yeah. Ich habe die Explosion gehört. Ich vermute, das Kontaminierungsgebiet wurde gesäubert. Das ist alles eure Schuld. Es war wundervoll. Die Schreie, das Feuer. Oh, wunderschön. Frame Drops. Oh, lecker. Zu schade. Auch ein primitiver Stamm verdient es nicht, ausgelöscht zu werden. Wegen eines artigen Relikts. Diese Artefakte, die Chaka fand. Boah, krass. Sie müssen in der Lage sein, Leute zu infizieren. Sie zu transformieren. Frame Drops. Das könnte sein. Und der Bergungsdienst soll diese Artefakte sichern. Seid ihr dabei? Ja, ich bin aber nicht. Damit ich dabei umkomme? Das ist eine Selbstmordmission. Bislang wart ihr sehr gut darin, am Leben zu bleiben. Ach, halt die Schnauze, du blöder Sommersprossen-Heini. Böser Bub, du! Ich würde wetten, Chaka ist dasselbe passiert. Mit dem Pickel im Gesicht würde ich mich nicht auf die Straße trauen, Kollege. Sommersprossen. Ja, sag ich doch. Da kannst du bis zur Sonne mitsteigen mit diesen Sommersprossen. Zu schade, dass Silta keine weiteren Daten erlangen konnte. Vor seinem Tod gab Silta seine Pläne preis. Wir haben alle Daten, die wir brauchen. Ha, wir waren schneller. Wovon redet ihr? Was habt ihr da? Es ist primitiv, aber es sieht aus wie eine Karte von Eingeborenen. Wir prüfen ihr Alter, berechnen die geografischen Veränderungen seit damals. Oh, geil. Wahnsinn. Das muss aber ein großer Superrechner sein, den sie da so schnell hier. Guck mal, fertig. Ich glaube, wir haben es, Sir. Naja, weißt du, drei Zahlen in den Computer eingeben, das kann sogar dein alter Taschenrechner. Ich kann sofort einen Suchdroiden bereit machen. Nein, mein Taschenrechner kann keine Zahlen in einen Rechner eingeben. Mit diesem Signal. Er startet von hier du aus. Kannst drei Zahlen in deinen alten Taschenrechner eingeben und der kann dir daraus was ausrechnen. Da bin ich aber sicher, dass er das kann. Möchte ich das haben? Synthetische Nein, möchte ich nicht. Verbessere. Ich möchte, glaube ich, das andere. Eins ist besser. So, hier sind nämlich wieder keine Framedrops mehr. Ihr lüftet wieder hier total flüssig und so. Ich glaube, ich muss niesen. Gesundheit. Lecker. Ein Stück Brot dazu. Junge, ich hab Hörer auf dem Kopf. Ach, das kam aus der Fußspitze, das bis nach ganz oben. Vom dicken Zehennagel. Wo bist denn du hin? Was? Ist schon müssen raus, oder was? Ja. Ah, du bist wieder zu schnell. Müssen wir irgendwas da drin noch machen? Nö. Ja? Ja. Ich bin da rausgelaufen. Ja, du bist ausgelaufen. Nö, rausgelaufen. Ach so, ja, ich laufe auch manchmal aus. Ah, da.
Bah. So ganz, ganz trocken. Bah. Cherkas Fund. Auch das ist wieder so eine Ewigkeitsmission. Machen wir mal Karte und wo müssen wir. Oh, ist hier, wir haben noch so viel Wüste offen, Kind. Wir haben noch so viel Wüste. Ja, ich weiß, aber das ist das nicht auch hier Republikanergebiet zum Teil? Ja, auch. Ich glaube schon. Ich glaube schon, du. Da müssen wir doch mitten in die Wüste rein. Da müssen wir doch mal hinfahren, würde ich sagen. Oder? Also, wenn ich mal hier so gucke, ne? Ja, wenn du mal so guckst. Wenn ich mal so gucke, ne? Mhm. Und das ist auch Bonusmission, gell? Dann habe ich hier noch so Allglatt. Warte mal, ich muss mal eben meinen Missionslog. Allglatt hast du ja nicht. Gell? Nee, wo war denn nochmal der Missionslog drauf? L. Shortcut für den Missionslog, L. Wie Tagebuch. L wie Tagebuch, genau. L Tagebuch ist ein stummes L. Das ist Lagebuch. Das L ist stumm. Stumm. Ja. Genau, das stumme L am Anfang von Tagebuch. Wer kennt das? Tagebuch. Ja, also wir haben noch jede Menge Helden, die abstellen Abschluss unserer Klassen. Und natürlich, ja, krass, jetzt neu, gerade eben, Cherkas Fund. Ja. Wieder im dünnen Meer. Yes, im dünnen Meer. Aber ich würde sagen, auf Tatooine. Wir machen mal Feierabend. Meinst du, wollen wir nicht noch wenigstens Cherkas Fund machen? Machen wir erstmal Feierabend. Na gut, dann machen wir erstmal Feierabend. Dann machen wir. Aber das gibt schöne Belohnung. Ja, ja. Machen wir dann erstmal Feierabend. Na gut. Okay? Okay. Dann, ja, dann sagen, machen wir heute erstmal Feierabend. Machen wir erstmal Feierabend, mache ich das Fenster mal wieder aus. Dann gehen wir den Kasper und den Bob hier nochmal sehen, die beiden bekloppen. So, jetzt machen wir mal hier so und dann chillen wir mal ein Ründchen. Einfach mal so im Sandmeer bei 36 Grad und das geht noch weiter. Wo haben wir denn den und Stuhl? Und dann fließt auch mal der Eiter. Ah, jedenfalls, einmal Stuhlgang bitte. Ist nicht möglich im Fahrzeug. Nee, du musst auch das Fahrzeug aus. Ich darf im Fahrzeug keinen Stuhlgang. Keinen Stuhlgang machen. Habe ich jetzt letztens gelesen, ja, da musste ein Flugzeug umdrehen, weil jemand die Toilette vollgeschissen hat. Ah ja. Und das so gestunken hat. Voll beschissen. Ja, voll beschissen. Was ging nochmal? Stuhl? Stuhl. Nee, sitzen? Nee, Stuhl. Stuhl? Stuhl und dann Stuhl. Wie das mit dem Stuhl halt so ist. Kommt immer. Stuhl. So. Spießer sitzen. Denkerpose. Spießer sitzen. Spießer? Ja. Die Spießer, wer kennt sie nicht? Schwöre. Wenn du so. Spließer hast, musst du mal zum Friseur gehen, der hilft. Nein. Ich sag mal, einen schönen guten Abend. Viel Spaß. Möge die Macht mit euch sein. Bye, genau. Bye, der Kaspar. Und der Bob. Bis dann.